Ja, Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gothic 3. Willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind jetzt hier unterwegs und ich wollte eigentlich gerade anfangen, nach Vengar zu laufen, aber das wäre völliger Quatsch. Aber wir haben hier so einen Teleportstein und da gehen wir jetzt hin. Eigentlich wollte ich jetzt essen. Also ich habe jetzt wirklich, es ist jetzt gerade aktuell 19.04 Uhr. Ich habe gedacht, komm, jetzt machst du einen Cut. Du hast jetzt zwei Folgen aufgenommen. Jetzt gehst du erstmal was essen. Hier ist ein Feuermagier. Mach hier keinen Ärger. Klar? Halt die Klappe. Ja, eigentlich wollte ich jetzt erstmal was essen, aber... nein. Ich gehe jetzt nichts essen. Endlich hat es jemand geschafft. Wir haben so ich mache jetzt hier wenigstens nur eine Folge in gewartet. Willkommen. Ich bin gerade heiß. Kann ich hier die Truhe looten, ohne dass du mir auf den Sack gehst, oder... Was ist hier los? Der Schutzwall des Königs hat die Orks mit uns hier angeschlossen. Die Orks haben die halbe Stadt eingenommen. Wir brauchen Hilfe. Dieser Feuerkelch hier muss zum obersten Feuermagier Charypto in der Burg des Königs. Jemand muss durch die Stellungen der Orks brechen und die Burg erreichen. Ich mach das. Gib mir den Feuerkelch. Gib mir den Feuerkelch. In Ordnung, aber sei vorsichtig damit. Lass ihn dir nicht abnehmen. Er ist außerordentlich wertvoll. Na, entweder ich lasse mir abnehmen oder ich gehe dabei drauf. Ne? So ist es ja. Was ist an diesem Feuerkelch so wichtig? Das fragst du mich? Ich weiß nur, dass die Feuermagier ganz heiß auf die Dinger sind. Gut. Was kann man gegen die Übermacht der Orks unternehmen? Gar nichts. Sie haben sich in den Straßen festgebissen wie die Zecken. Angeführt werden sie von 5 Feldherren, die die wichtigsten Stellungen der Stadt besetzen. Man müsste die Feldherren beseitigen, um überhaupt eine Chance zu haben, die Stadt zurückzuerobern. Machen wir. Was ist das für ein Ort hier? Es ist der alte Innos-Tempel der Stadt. Wir haben uns hierher zurückgezogen. Wir kommen weder vor noch zurück. Ich kümmere mich um die 5 Feldherren der Orks. Ich hoffe, dass deine Kampfkraft so groß ist wie deine Überheblichkeit, Fremder. Die Feldherren haben sich in den großen Häusern der Stadt niedergelassen. Viel Glück. Ich hoffe, ich sehe dich in einem Stück wieder. Wirst du schon? Ich muss zum, ich muss zum König. Eine ganze Garnison Ork-Krieger steht zwischen hier und der Burg des Königs. Gesagt. Nur ein Wahnsinniger würde versuchen, durch die Stadt zur Burg zu gelangen. Sag mir einfach, wie ich zur Burg komme. Wenn du den Tempel verlässt, dann blicke nach Süden. Die hohen Mauern und Türme gehören schon zur Burg des Königs. Aber um dorthin zu gelangen, musst du durch die von Orks verseuchte Stadt, Fremde. Okay. Damit wir den Dialog nicht nochmal haben, wenn wir jetzt verrecken, einfach mal abspeichern. Die Leute hier sind schon mitten im Kampf. Da ist ein Speer. Gut, ich lade mal neu. Ne? Ich lade mal neu. Also, was das jetzt war, frag mich nicht. Wenn die Leute hier drumherum sind, kann ich keine Flammenwelle zünden. Ist angekommen. Ja, davon geht ja jetzt keiner aus. Ne? So. Probieren wir es nochmal. Magierstab und jetzt nehmen wir mal hier Böses von dir. Hau bloß ab! So. Nein. Wie jetzt? So nicht. Hä? Ich mach dich fertig. Dir werde ich's zeigen. Jetzt wirst du bluten. Ja, willst du mir jetzt erzählen, dass Dings Diener Belias ist? Oh, ich flippe aus, ey. Jetzt muss ich wirklich alles mit Feuerball machen, ne? Ist halt echt so. Das ist ja Kotzen, Mann. Dach. Bleib stehen! Ja, nur renn halt aber auch nicht vor mich, ne? Oh nein, und die kommen jetzt hier an und ich kann keine Flammenwelle machen, Mann. Oh! Sackgasse! Ihr
Jetzt bist du dran. Mann! Jetzt schnell. Alter, böses Vernichten kann ich nicht bei Orks anwenden. Was ist das denn für ein Quatsch? So, Hauptsache der Paladin lebt irgendwie noch. Er lebt auch noch. Da! Nein! Oh Gott. Mächtiger Schamane, ne? Wo du nicht bist. Ich steh auf diese ganze Scheiße. Hey du! Was schleichst du hier rum? Du bist von draußen gekommen, oder? Hoffentlich hast du ein wenig mehr Mumm in den Knochen als die anderen Feiglinge hier. Wie kann ich dir helfen? Die Frage ist, wie wir uns gegenseitig helfen können, Bruder. Ich muss in die Burg. Und ich schätze, du könntest auch einen Waffengefährten brauchen bei dem, was du vorhast. Nein. Lass mich an deiner Seite kämpfen. Nein! Die Frage ist, wie lange bleiben diese Leichen hier liegen? Weil das ist so die Frage, weil den Loot hier, den will ich mir ja wie gesagt nicht entgehen lassen. Mir jetzt scheißegal, ob die hier. Also Georg darf natürlich nicht drauf gehen, ne? Das ist ja schon mal klar. Wem hast du's gezeigt? Jetzt wirst du bluten! Bleib stehen, Bora! Ach Mann, Alter, ey, ich könnte ausrasten. Jetzt lade ich die Scheiße nochmal neu, weil mir irgend so eine Pfeife in den Feuerball rennt. Mensch, könnt die sich nicht einfach in die Burg verpissen? Und mich mal meine scheiß Arbeit als Held machen lassen? Das ist ja nervig. Hab natürlich mal wieder nicht abgespeichert. Ich Vollidiot. Ja, weil ich das ja nie tue. Ja, weil ich ja... Bleib stehen. Tag. Ach, leck mich doch, Mann, Alter. Ey, ich könnte hier... So. Ich muss mal den scheiß Kampfstab wieder wegwetten. Abspeichern. Ich mach dich fertig. Er trifft mich aber auch nochmal, ne? Beim scheiß Kackzauber da. Hey, bleib mal hier. Bleib hier, Mann! So. Böses Vernichten kann man nicht bei Orks anwenden. Also das ist ja wohl der größte Humbug überhaupt. F5. Nein.
So. Ich glaube, einen Feldherrn habe ich jetzt schon gekillt. Ich speichere einfach mal. Oh, was ist der Typ hier? Mächtige Ork-Axt. Hier gibt's Waffenbündel. Hier gibt's erstmal wieder nochmal Lex, dann schön. Ey, und der Ork-Feldherr ist definitiv im Arsch. Der steht wohl nicht mehr auf. Ich glaube, mir geht dann hier, wenn die Burg befreit ist, dann auch sowieso keiner auf den Sack. Wegen Looten. Aber hier gibt es halt eben, wie gesagt, auch Waffenbündel schön. Hier gibt es auch Betten. Wo ich pennen könnte. Mensch, loote den. Die kämpfen hier immer noch. So. Pass auf, jetzt muss ich mich hier auf die andere Seite stellen. Wenn ich hier nicht wieder einen treffe, dann ist hier wieder der Schrei groß hier. Ja, jetzt. Jetzt du hier. Du. Alter, die gehen halt auch immer weiter vor. Mann, Mann, kommt doch mal zurück jetzt! Ich sage dir, dieser komische Paladin-Typ geht drauf. 100 Pro. Der verreckt mir, weil er nicht zurückhalten kann. Ja, natürlich. Natürlich! Ich kann halt auch nichts machen, ne? Ich kann ihm halt auch nicht helfen. Zumindest jetzt hier gerade. Ja, und jetzt schnell. Das war ich. Und jetzt gehen wir die anderen auf den Sack. Wetten, dass die mir jetzt hier vollends aufs Schwein gehen, dass ich den umgebracht habe? Nö. Halt! Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Mörder. Ich wette, du bist dafür verantwortlich. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich glaube dir, ich mach ja, den fertig. Hier, weißt du was, leck mich. Alter, was soll das? Mann, die laufen mir in den scheiß Feuerball rein, weil er einfach nicht zurückstecken kann. Nein, er muss weiter vorlaufen. Was soll das, Junge? Der soll sich verpissen in seine Kackburg. In seinen scheiß Tempel. Der steht mir nur im Weg rum, es ist einfach so. Ich kann keine Flammenwelle zünden, weil der Vollidiot mit daneben steht. Es ist... Ey, sag mal, hab ich denn nicht abgespeichert, als ich vorne, bevor ich dahin bin? Jetzt loot ich alles nochmal. Mann, ich... Ey. Als ich hier gelootet habe, hab ich doch alles abgespeichert. Ich hab doch abgespeichert. Hoffentlich verrecken sie da unten und hoffentlich bin ich da nicht dran schuld, Mann. So, 5 abspeichern. Da kommen die nächsten. So, jetzt stehen sie mir hier schon wieder im Weg, dass ich nicht immer... Ich kann mir kaum reagieren, weil sie mir alle im Weg stehen. Dem hast du es gezeigt!
Besser ist, ich lasse die echt kämpfen. Das ist halt einfach so. Eigentlich muss ich die hier kämpfen lassen. Entweder sie verrecken oder sie hören halt irgendwann mal auf. Ich gehe jetzt hier mal die andere Seite lang. Ich kann nichts machen, Mann! Ich... Mir ist das jetzt egal, wenn die Frecken frecken, das interessiert mich nicht mehr. Das wird sowas von wurscht, Mann. Oh, ist er tot? Das ist jetzt aber schade. Scheiße. So, wir nehmen jetzt erstmal einen Anubomana-Trink. Ja, nicht heilen, nur nicht heilen. Kommst du her auf einmal? Oh Gott. Bleib stehen, Mora! Tag. Scheiße. So. GG easy. Was wollt ihr? Sterben. Gut. Kinder haben. Also als Magier ist es dann doch schon recht leicht. Muss man ganz einfach so sagen. Also als Magier ist es dann doch schon relativ einfach, hier durch die Reihen zu gehen. Armee der Finsternis. Oh, da ist er tot, der Georg. Tja, das ist natürlich jetzt doof gelaufen für den Georg, ne? Ich meine, wenn er sich mal zurückgehalten hätte, würde er wahrscheinlich sogar noch leben. Unser Georg. Aber hat er nicht. Nein, er musste unbedingt nach vorne brechen und musste hier abgebrochen. Speichern. Er musste ja unbedingt nach vorne brechen und musste. Oh, hier ist ein Waffenmenü. Und musste die Gegner bekämpfen, ohne auf meine Hilfe zu warten. Lol, hier ist ein Hafen dran. Also der Hafen war hier noch nie dran. Das ist neu. Das ist definitiv komplett neu. Okay, das ist geil. In CK auf dem RP-Server bringen wir ja das Zeug von Corvinus ans Festland, eben in den Hafen. Ich hatte ja in Vengard nie einen Hafen gesehen. Jetzt weiß ich, wo er ist. So. Die Frage ist jetzt, den Feldherrn, den anderen. Weil die haben nämlich, glaube ich, so Ringe. Die scheine ich schon zu haben. Gut. So, hier von hier komme ich.
Hier sind auch nochmal Waffenbündel. Hier ist noch eine Truhe. Zack. So, 10 Minuten noch in der Folge. Hier ist noch ein Stadtschamane. Abgespeichert hatte ich schon. Komme ich von da unten? Sind da noch welche? Ja. Guck mal, treffe ich die von hier? Das wäre geil. Geil! Ich brauche die einfach nur anvisieren und dann treffe ich sie, ey. Ja. Das ist natürlich extrem nice. Also wenn ich jetzt hier nicht loote noch, dann schaffen wir das in 10 Minuten. Dann sind wir in 10 Minuten in der Burg. Weil das ist ja mehr als einfach. Also das ist ja echt geil. Also das ist wirklich cool. Das ist sehr geil. Wir brauchen die Leute einfach nur einmal anvisieren. Wie zum Beispiel jetzt da vorne. Zack. Zack. Einmal können wir noch. Zack. Alter, ist das krass. Jetzt haben wir keinen Mana mehr. Jetzt nehmen wir hier noch ein paar Mana-Tränke wieder zu uns. Geiler geht's ja wohl nicht. Na, die kommen jetzt hierher. Sag ich doch. Bleib stehen, Mocha. Shit. Ich muss hier raus, ich muss hier raus, ich muss hier raus! Scheiße! Aber ich hatte jetzt erst vor kurzem abgespeichert, ne? Ich kam da jetzt nicht mehr raus. Ich hing dann an der Treppe. Wenn das dann lockt durch die Schläge. Aber komm hier, da Flammenwelle, das ist doch easy, ey. Da jagst du da die Flammenwelle rein, du musst sie nur einmal in Range haben und dann hast du die schon umgebracht. Also ich bitte dich. Das ist jetzt nicht wirklich schwer. So. Nächsten. So, schon sind sie hinüber. Also geiler geht's ja wohl nicht. Komm mal zu. Also geiler geht's wirklich nicht. So. Mana-Tränke. Ey, da bist du so schön. Und ich hatte Sorge. Ja, schaffe ich das? Ich hatte echt Sorge, kriege ich das hin, bin ich da gut, also bin ich da schon gut genug für. Aber mit Flammenwelle, pff, GG, da brauche ich nicht mal Böses vernichten, brauche ich gar nicht. Wozu? Ey, da wird was. Oder wie er nach oben guckt, guck mal. Die laufen in die völlig falsche Richtung. Ah, jetzt haben sie es geschnackelt. Ah. Ja, guck mal, hier ist ein Feld, ja. Zack. Wo ist denn hin, Mann? Naja, wir nehmen erstmal Mana-Tränke. Mein Mana-Trankverbrauch habe ich natürlich ohne Ende, ne? 3 Mana-Tränke hier, um komplett hochzuladen. Tag. Tschüss. Das ist so easy, Alter. Früher hatten die auch mal Ringe an. Oh, guck mal, hier war ich auch noch nicht. Ich guck schon gar nicht mehr, was hier drin ist. Ist mir, weil mir das wurscht ist. Ich verkaufe hinterher eh alles.
Vertrag. Oh, hier ist eine Metallbude. Ja, aber wenn ich das jetzt loote, dann brauche ich das hinterher nicht. Könnte es dann natürlich offscreen machen. Könnte ich auch mal. Na, mal gucken, wie ich es mache. Oh, geil. Hier ist ein Alchemist zu Hause gewesen. Wenn ich Glück habe, ist hier sogar ein Buchständer, wo was über Alchemie steht. Hier steht was über Alchemie. Ich bin gut. Das bringt nichts. Wo kommst du auf einmal her? Halt ja nicht mal eine Waffe an. Haben wir es dann? Also er hat einen Morgenstern im Inventar, aber keine Waffe an. Auch gut. Dazu fehlen mir die Zutaten. Dazu fehlen mir die Zutaten. Ich habe echt nicht viel. Ich habe echt kaum noch Zutaten für Mana-Tränke zum selber machen. Eieiei. So. Flammenwelle for the win. Ich weiß, dass hier eben einer reingelaufen ist. Kurz weg. Nein! Das kann ich überhaupt nicht leiden, Mann. Wenn er sich umdreht und den Typen nicht gleich im Fokus hat. Auch noch Waffen ohne Ende, ne? So, 7. Kurz eine Heilung machen. Und dann Mana-Tränke. Abspeichern. Und vorwärts. Oder mache ich erst hier? Ach, scheiße. Hier ist noch eine Metalltruhe drin. Schlösser öffnen, sehr wichtig. Solange wir diesen Perk noch nicht haben. Ich wollte gerade sagen, ich höre doch hier Schmiede. Das ist halt zu geil. Selbst das hat halt einfach noch gereicht. Ich habe jetzt das komplette Ding hier ausgelöscht. Ganz einfach, easy. Ohne irgendwelche Probleme zu haben. So. Jetzt hier unten genau das gleiche. Zack. Da fallen schon mal fast alle unten. Ja? Zack. So, was mache ich jetzt? Jetzt gehe ich zurück. Jetzt renne ich weg. Und nehme Mana-Tränke. Die Akku ist weg. Oder auch nicht. Oben kommen noch welche. Tag, Junge. Tschüss, Junge. Ach, schön, ich kann zu haben. So, jetzt ist die Aggro wieder weg. Jetzt nehme ich hier wieder meine Flammenwelle. Pirsch mich hier ran. So, und hier außen steht keiner mehr. Aber da drin ist ein Feldherr und den kann ich anvisieren. Und den visiere ich nochmal an, ist er tot. Und tschüss. Das ist hier unten ein Schamane. Der mit einem Eispfeil auf mich feuert und mich trifft. Das ist dann natürlich doof gelaufen, aber na gut. So, Akku ist weg. Das ist so einfach, ey. Also ich mache jetzt, so mache ich durch jetzt hier. Das machen wir jetzt noch. Ich speichere mal. D
Die Orks machen wir jetzt noch weg hier. Warum mache ich jetzt eine Flammenwelle? Warum? Warum, Mann? Was? Haben wir es dann, ne? Mana-Trank. Mana-Trank. Und ein Mana-Trank. Hier ist eine Truhe. So, die Folge wäre jetzt eigentlich vorbei. Die halbe Stunde ist um, aber... Was? War der jetzt gerade da oben im Torhaus drin? Ich glaube ja. Das bringt nichts. Junge. Geh mir doch mal nicht aufs Schwein, da ist er doch. Wie ist das du, ja? So. Feldherr. Oh, hier Waffenbündel. Also, das hier wird auch wieder eine längere Folge. Unmöglich. ...278 Münzen, Verwandlungstrank, Gegengift. Uninteressant. Gut. Wir speichern. Wir sind gleich durch. GG. Vor allem, ich möchte mal wissen, wo der Schamane hingeflogen ist. Hier ist er ja. Das bringt nichts. So, ich hoffe natürlich, weil da oben auf dem Turm, wo ich jetzt hingucke, auf diesem offenen da, auf diesem rechten da, da sitzt ja noch ein Paladin. Nur für diejenigen, die es nicht wissen, gut, ich spoiler jetzt, tut mir leid. Aber da oben sitzt noch ein Paladin drauf. Wenn ich Pech habe, dann erwische ich diesen Paladin, wenn ich jetzt hier die Flammenwelle zünde. Jetzt wirst du bluten. Der stirbt halt gleich im Sitzen. Bleib stehen, Mora! Ja, wie gesagt, wenn ich Pech habe, habe ich den jetzt im Dings schon erwischt. Der muss ihn langsam mal verbrennen, ja. So. Ich speichere jetzt nicht ab. Aber wie gesagt, wenn der Typ tot ist, dann habe ich halt auch echt ein Problem. So, deshalb gehe ich nämlich jetzt direkt erstmal hoch und gucke, ob der noch lebt.
Wie gesagt, ich hoffe, dass der noch lebt. Ja, der lebt noch. Der Höhenunterschied ist halt auch gegeben eigentlich, ne? Tag. Bist du das? Tag und tschüss. So, wir sind fertig. Das war's. Wir haben den kompletten Belagerungsring der Burg zerstört. Insofern wir da oben jetzt keinen getroffen haben, sind wir wirklich durch. Abgebrochen. Ja, nice. Dann haben wir das auch geschafft. Abgebrochen. 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 Na also. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, gut, Freunde. Dann mit dem Blick auf den Eingang zur Burg von Vengard entlasse ich euch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, tschüss. Euer Helmut. Ich esse jetzt was.